Und arbeiten kann ich nur dort, wo es mir klimatisch zuträglich ist, und hier habe ich beides. Nicht? Die Möglichkeit, meine Lunge zu versorgen und mit meinem Hirn zu machen, was dem auch entspricht, was damit zu machen ist. Und meine Aufgabe vor mir selber und vor niemandem anderen ist, irgendwie was zu Wege zu bringen aus dem Kopf, und das heißt Bücher zu schreiben oder halt Sätze aneinander zu reihen, Gedanken. Und die kommen hier halt besser als oben. Nicht? Wenn es mir in Österreich den Hals zuschnürt, dann fahre ich halt da herunter, und das ist ideal. Und dann ist für die Arbeit immer am allerwichtigsten, für mich jedenfalls, jeder ist ja anders, in einem Land zu sein, wo man die Sprache nicht versteht. Weil man ununterbrochen das Gefühl hat, die Leute sagen nur angenehme Dinge und reden eigentlich nur wichtige philosophische Sachen. Und wenn man bei uns die Sprache versteht, dann hat man das Gefühl, sie reden nur lauter Schmarrn. Nicht? Und so wird der Schmarrn in Spanien für mich philosophisch. Im Grund schreibe ich ja nur aus dem Grund, weil vieles unangenehm ist. Wenn alles angenehm wäre, könnte ich ja wahrscheinlich überhaupt nichts schreiben. Würde niemand schreiben. Aus einem angenehmen Zustand heraus kann man ja nicht schreiben. Außerdem wäre man blöd, wenn man schreiben würde, wenn es angenehm wäre. Weil man sich ja dem Angenehmen hingeben soll, nicht? Das muss man ja ausnützen. Aber da es eben, wie gesagt, eine angenehme Stimmung nur stundenweise oder nur kurze Zeit gibt, kommt man immer wieder zum Schreiben. Das Scherzmaterial ist ja immer das, wo es notig ist. Ne? Wo ein Mangel ist. Ne? Irgendeine geistige oder körperliche Verkrüppelung. Ne? Man lacht ja über einen Spaßmacher, der völlig normal ist, lacht ja kein Mensch. Ne? Sondern der muss hinken oder einäugig sein oder jeden dritten Schritt hinfallen oder sein Arsch explodiert und schießt da Kerzen heraus oder was. Ne? Darüber lachen die Leute. Immer über Mängel. Und über fürchterliche Gebrechen, über was anderes hat ja noch nie jemand gelacht. Ne? Ne? Aber über völlig Normales, sogenanntes Normales, hat ja noch nie jemand auf der Welt gelacht. Und selbst lachen tut man auch nur, wenn man sich einzwickt oder was, nicht? Lacht man hell auf. Wollen Sie die Leute zum Lachen bringen? Na, aber das kommt ja von selbst, da brauche ich mich gar nicht sehr, sehr bemühen. Ne? Ich lache ja manchmal selber sehr auf, ne? Denke mir, naja, das ist eigentlich zum Lachen. Aber manchmal empfinden die Leute, wo ich laut auflache, ne? Schon während dem Schreiben, oder auch wenn ich es nachher beim Korrekturlesen lache ich ja laut auf, die finden das überhaupt nicht zum Lachen, das verstehe ich eigentlich nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn man also Frost liest zum Beispiel, ich habe ja immer schon Material zum Lachen geliefert. Ne? Das ist eigentlich alle Augenblicke hellauf zum Lachen. Aber ich weiß nicht, haben die Leute keinen Humor oder was? Ich weiß es nicht. Mich hat es immer zum Lachen gebracht. Bringt mich auch heute noch. Wenn man fad ist oder es ist irgendwie eine tragische Periode, schlage ich ein eigenes Buch von mir aus, bringt mich am ehesten zum Lachen. Oder verstehen Sie das nicht? Dass das so ist. Ich meine, das sagt nicht, dass ich auch ernste Sätze geschrieben habe, nicht? Zwischendurch, damit die Lachsätze zusammengehalten werden. Nicht? Das ist der Kit. Das Ernste ist der Kit für das Lachprogramm. Nicht? Nur kann man natürlich auch sagen, es ist ein philosophisches Lachprogramm, das ich irgendwie aufgemacht habe vor 20 Jahren, wie ich zum Schreiben angefangen habe. Natürlich, eine trockene, nur ernste Philosophie ist nicht zum Lachen, ist ja auch wahnsinnig fad. Nicht? Aber beim Schopenhauer kann ich auch lachen. Ne? Je verbissener er ist, desto mehr ist er zum Lachen. Nur nehmen die Leute das alles tragisch ernst. Nicht? Aber wie kann man jemanden ernst nehmen, der mit einem Pudel verheiratet ist? Den kann man ja von vornherein nicht ernst nehmen. Das ist ein Lachphilosoph. Ne? Das sind die großen Spaßmacher in der Geschichte. Ne? Schopenhauer, Kant, also die allerernstesten im Grunde. Nicht? Da gehört der Pascal auch dazu, auf seine katholisch-mysteriös-religiöse Art. Das sind eigentlich die großen Lachphilosophen. Ne? Und die Schwächeren, die zweite Kategorie, die sind im Grunde fad, weil sie nur das wiederkehren, was diese Spaßphilosophen vorgeschrieben haben schon. Ne? Weil wenn man wie ich dann schon ziemlich früh so eine Art philosophischer Aasgeier ist, dann weiß man, welchen man herauspickt. Ne? Und der Kant gehört dazu, Schopenhauer, wahnsinnig zum Lachen.